Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind hier bei Holzwerken TV. In der vorangegangenen Folge haben wir uns schon eingehend mit dem europäischen Putzhobel beschäftigt. Putzhobel deshalb, weil es ein sehr kurzes Modell ist und einen bestimmten Winkel hat. Und europäisch deshalb, weil er ganz aus Holz gefertigt ist und auf Stoß arbeitet. Wir wollen uns heute ein bisschen genauer damit beschäftigen, wie ich diesen Hobel so einrichten muss, dass er mir dann gute Ergebnisse zeitigt. Bevor wir damit beginnen, ein Tipp noch. Die Hobelsohle wird mit der Zeit immer etwas stumpfer, so da hilft ein Griff zum Stückchen Wachs oder Paraffin in dem Fall, den ich hier drauf gebe, um die Hobelsohle wieder ein bisschen gängiger zu machen. Damit kann ich das schon mal so ein bisschen übers Holz reiben, sodass sich das gut verteilt. Und dann habe ich später einen glatteren Auftritt auf dem Holz und das erspart auch viel Energie beim Hobeln selbst. Nun kommen wir jetzt zum Einsetzen des Hobeleisens. Das Hobeleisen ist hier bereits fertig verschraubt mit dem Spanbrecher. So rum ist es richtig, mit dem Spanbrecher. Der ist um ein Viertel bis einen halben Millimeter nur zurückgesetzt jetzt bei dieser Hobelarbeit, sodass wir wirklich fein hobeln können. Dieses Paket, fest miteinander verschraubt, wird hier unter das Widerlager geschoben. Die Schraube findet Aufnahme in diesen Bereich des Hobelkorpus. Und das Ganze wird schon mal ungefähr so weit geschoben, wie ich es später haben möchte. Denn das Eisen soll natürlich nur minimal aus der Hobelsohle herausschauen. Und hinzu kommt der Keil, richtig rumgedreht, natürlich, dass auch hier ein optimaler Spanabfluss gewährleistet ist. Der Keil wird unter das Widerlager gesteckt und mit leichten, aber bestimmten Schlägen eingetrieben. Solltest du dem Zeitpunkt noch nicht übertreiben, denn jetzt kann man erstmal gucken, ob man überhaupt richtig liegt. Und das Ganze, diese Kontrolle, wie man so liegt mit dem Hobeleisen, macht man am besten so. Man nimmt die linke Hand als Linkshänder, greift sich hier in die Öffnung mit dem Daumen und dreht sich das Ganze immer zu sich hin und sieht jetzt in dem Beispiel, okay, ich muss mit dem Eisen noch deutlich nach vorne. Das mache ich mit dem Schlag hinten auf die gerade Kante des Hobeleisens. Und jetzt bin ich schon mehr oder weniger zufrieden mit dem Herausschauen des Eisens. Und jetzt gebe ich noch zwei, drei Schläge auf den Keil, damit sich das Ganze in dieser Position verfestigt. Jetzt habe ich gerade festgestellt beim Peilen über die Hobelsohle, dass das Eisen noch ein wenig verkantet ist. Also hier steht es ein bisschen weiter heraus als hier. Und dementsprechend gebe ich noch einen leichten Korrekturschlag hier auf die Seite des Hobeleisens, denn diese abgeschrägten Ecken sind eigens dafür da, dass man diese Korrekturschläge gut ausführen kann. Viel mehr als so einen leichten Schlag braucht es da wirklich nicht. Und jetzt kann ich meinen Hobel nehmen und zum ersten Mal einen Teststrich auf meinem Brett hier machen. Das Pfeifen ist im Prinzip ein ganz gutes Zeichen. Leider habe ich jetzt die Spanabnahme ein wenig zu kräftig eingestellt. Wie man merkt, es ging relativ schwer und die Späne, die ausgeworfen wurden, waren nicht wirklich sauber. Dementsprechend nehmen wir das Hobeleisen jetzt wieder zurück. Ein Rückwärtsgang hat so ein Putzhobel nämlich auch. Das ist dieser Schlagknopf, der einfach zwei, dreimal, aber leicht wiederum mit dem Hammer getroffen wird. Dadurch, durch diesen Hammerschlag entsteht ein Impuls und durch die Massenträgheit des Eisens wird es ganz leicht zurückbefördert, sodass es jetzt etwas weniger weit aus dem Hobelkorpus heraussteht. Und jetzt kann ich das Ganze nochmal erneut versuchen. Und wir haben, wie Sie sehen, ganz passable Späne für den Anfang. Man kann sich natürlich jetzt noch mehr Zeit nehmen, um das noch ein bisschen feiner einzustellen. Es lohnt sich auf jeden Fall, je feiner die Oberfläche werden soll, zum Abschluss eines Projektes beim Putzen. Das empfehle ich auf jeden Fall, da gehörig Zeit für zu verwenden. Viel Spaß damit, viel Spaß mit den feinen Hobelspänen, die Sie dabei produzieren. Bis zum nächsten Mal bei Holzwerken TV.